Moin, meine Lieben, und willkommen zum letzten Part Super Mario Maker 2. Wie bereits angekündigt, spielen wir ein bisschen S+. Das werden wir natürlich nicht schaffen, zu Ende zu spielen, sprich den Rang zu erreichen. Zum einen wird es wahrscheinlich wieder genug Trolle geben, die mich dran hindern. Ich werde zu doof sein, etc. Das meine ich aber gar nicht, sondern es ist natürlich innerhalb eines Streams eigentlich nicht machbar. Und ist auch gar nicht mein Ziel. Vielmehr möchte ich jetzt abschließend nochmal schauen, wie der Online-Modus läuft. Ich höre immer wieder, es ist besser geworden. Das haben sie auch beim letzten Mal gesagt. Und naja, die Verbesserung war marginal. Aber ich schaue auf jeden Fall nochmal rein. Für, sagen wir, circa eine Stunde. Und dann habe ich mir gedacht, spiele ich noch ein paar Level von euch, weil das ist ja die letzten 20 Parts auch ausgesetzt sozusagen. Das machen wir dann so, dass ich mir einfach wieder, wie bei Animal Crossing, ein paar Leute aus dem Chat raussuche, die dann halt ihre Level-ID posten. Und ja, ich denke, das ist dann so ein schönes Roundup, wie man das ganze Let's Play mit 120 Parts beenden kann. 120 deswegen, weil 120 immer eine besondere Zahl für Mario war. Zum Beispiel 120 Sterne in Super Mario 64 oder 120 Insignien der Sonne in Super Mario Sunshine und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und ja, wir fangen jetzt an mit vernetztes Laggen. Mein Hype ist grenzenlos, Kappi. Gegeneinander. Wie viele Punkte braucht man für S+ 5000, oder? Aber man kriegt halt für den Sieg, denke ich mal, fast gar nichts mehr. Und für die Niederlage das dreifache Minus. Okay, solange wie es... Oh, nee, doch nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, solange wie es sucht, wird das wahrscheinlich schon der erste... Ah, doch. Disconnect sein. Ja, ich sehe, es hat sich stark verbessert. Kappa. Ah, geil. Ich denke auch ehrlich gesagt, dass ich vom S-Rang runterfallen werde, weil ich habe halt jetzt, wie lange ist es her? Ein halbes Jahr kein Online mehr gespielt. Weiß gar nicht, wann das her ist. Vielleicht ist es sogar schon ein Jahr her. Ja, doch, ein Jahr, ne? Nee, stimmt auch nicht. Ein Dreivierteljahr müsste es sein. Kriegst jetzt deutlich weniger Punkte für den Sieg. Ja, ja, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Ist ja auch klar. Irgendwie müssen sie es ja begrenzen. Ne? Irgendwie müssen sie es ja begrenzen. Oh, aber es scheint direkt so ein Multiplayer-Level zu sein. Aber ja, es laggt. Wer bin ich denn eigentlich? Ach, Mario. Okay. Also, ein Multiplayer-Level. Das ist schon mal schön, weil die sind halt häufig drauf zugeschnitten. Aber natürlich nicht zwingend gut. Und der Luigi da oben ist ein bisschen lost, kann das sein? Müssen wir jetzt wegen ihm warten oder wegen dem Lag? Ach, keine Ahnung. Eieiei. Moment mal. Wenn der Schlüssel da oben ist, hat dann nicht einer den Vorteil, weil er den Schlüssel zuerst bekommt? Okay, andererseits... Wofür ist der eigentlich? Ach, nach einer Zeit wird wahrscheinlich hier die Mauer weggesprengt werden. Und der den Schlüssel hat, der hat dann wahrscheinlich auch gewonnen. Oh, ist das doof, Alter. Ist das doof. Auch wenn ich ihn kurz hatte. Oder? Nee, hier kommt noch gar nicht das Ziel. Aber das ganze Level basiert darauf, dass man den Schlüssel hat. Sprich, du musst ihn halt einfach nur ganz am Ende kurz haben und auf Luck-Basis ins Ziel rein. Boah. Habe ich einen wahnsinnigen Trigger erwischt. Oh, Toadette macht das aber sehr clever. Das ist eine sehr, sehr gute Position zum Ausharren. Das war gar nicht dumm. Boah, ich verliere mich ständig aus den Augen, ey. Und weiter geht's. Ich denke, ein Raum kommt noch oder ist jetzt vorbei? Ja, ein Raum kommt auf jeden Fall noch. Das Levelkonzept ist halt wirklich... Schmutz. Also es gibt schlimmere Level, aber kann mir auf jeden Fall Unterhaltsameres vorstellen, als sich in Räumen, die immer wieder kurz künstlich gestoppt werden, den Schlüssel abzunehmen. Ne? Komm, mach auf jetzt. Dann halt nicht.
Aber immerhin haben sie scheinbar, also so zumindest mein Eindruck bis jetzt, so ruckartige Lags beseitigt oder reduziert. Dafür ruckelt halt jetzt die ganze Zeit. Also es läuft insgesamt mit weniger FPS, wenn es rumlaggt, so 15 gefühlt gerade. Aber diese furchtbaren, ruckartigen Stopper und dann geht's kurz weiter, die habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Das ist halt doof. Es gibt noch nicht mal eine Taktik hier. Du brauchst einfach nur Luck. Und ich hoffe, dass das danach auch beendet ist, weil das Level kostet so unglaublich viel Zeit. Lol. Ach komm, wie viele Räume denn noch, Bruder? Salzberg-Stream. Ja, das schon. Ich versuche, eine gute Laune zu behalten, weil nach so langer Zeit weiß ich natürlich auch, was mich hier erwartet. Hä, sind die anderen beiden tot? Sind die wegen dem Scrolling gestorben? WTF? Ja gut, aber die können ja jetzt hierher rennen. Komm, mach die scheiß Tür auf. Mach die Tür auf, du Assi. Ich bin doch ready, ich hab den Key, Mann. Mach die Tür auf! Oh, wie lange ist das denn noch zu? Unten, 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 Mario! Noch ein Raum, ernsthaft. Boah, ich dachte, jetzt habe ich das große Luck, ne? Aber der macht einfach 25 Räume in dieses Scheiß-Level rein. Was ein Scheißdreck, ey. Ohne Scheiß. Pink S+, ja, es gibt jetzt sogar einen neuen Rang, stimmt. S+ ist nicht mehr der Maximalrang. Mit dem letzten Update wurde ein neuer Rang eingeführt. Pinkes S+. So Super Saiyajin 4 mäßig oder so, keine Ahnung. Ist einfach nur noch übertrieben. Weiß auch gar nicht, was man... LOL. LOL! 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 WTF! Im Sprint nehme ich ihm den Schlüssel weg und dann von einem Kopf auf den anderen, einem nach den anderen das Genick gebrochen. Als ob! Das kann ja nicht sein. Komm, dafür habe ich Rosa S+ instant verdient. Okay. Ich werde nicht viel zu lachen haben, deswegen genieße ich das jetzt. Könnte sogar der einzige Sieg heute sein. Ja, ich bin pessimistisch. Aber das feiere ich gerade, ey. Das ist schon wieder legendary. Schön, dass sowas in den letzten Part noch reinkommt. Das war ja anders geil. Dragon, danke dir für die 25 Münzen über Stream Elements. Jessica Lagerasses Mittel geworden und David Tendo auch. Dickvieh lässt 2,29 da. Moin. Und Kiki Whitey begrüßen wir auch als neues Mitglied hier. Button Mashers. Nochmal ein Multiplayer-Level. Okay, haben sie ihren Filter jetzt verbessert? Also klar, das Level vorhin war scheiße, weil es einfach nur auf Glück basiert. Was ich hatte, ja, aber bin ja trotzdem objektiv. Ich bin doch gesprungen. Ich habe zweimal... Ja gut, ein Steuerkreuz ist natürlich schwierig, ne? Das war wieder am Driften oder so.
Das habe ich manchmal, oder ich glaube, jeder Pro-Controller, wenn man nach oben drückt, das eigentlich nicht gewertet wird. So, jetzt aber. Ah, und man soll das Steuerkreuz mashen, oder was? Alter, wenn es vorhin geklappt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sogar das Level geschafft. Weil die sind ja auch alle gestorben, nicht nur ich. Oh, der Letzte hat den Schlüssel, oder? Der allerletzte. Was aber auch ein bisschen Glack ist. Aber ich hab ihn. Komm. Komm, gönn mir den Sieg, Mann. Gönn mir den Sieg. Entspannt. Als ob, ey. Was ist denn das für ein Einstand hier? Dom, danke für die 549. Willkommen. Schön, dass du da bist. Mesh-Level sind so kacke, aber gibt ja Multiplayer-Filter. Was gibt's? Multiplayer-Filter? Ja, aber nicht fürs Gegeneinander, oder? Wenn man sich ein Level gezielt sucht, ja, aber... Aber doch nicht hier. Drei Siege in Folge, das möchte ich ihm ja glatt einrahmen. Level mit Einzelspieler-Tag kommen nicht mehr vor, sind schon mal die ganzen Dummen weg. Real Talk? Okay. Dann ist das ja tatsächlich eine massive Verbesserung. Zwar nicht in der Stabilität, aber das neue Level-Auswahlsystem ist dann ja wirklich gut. Das muss ich zugeben. Aber das heißt, es gibt jetzt wirklich nur noch diese auf Multiplayer ausgelegten Level? Die den Tag gegeneinander und irgendwas anderes haben? Okay. Natürlich kann man da auch schwollen. Ja, du baust ein Level, was Schmutz ist und sagst... Oh, wie böse. Was Schmutz ist und du sagst dann halt, ja, ist für gegeneinander. Dann muss man es rausboten. Oh, du kleiner... Ja, das war's. Ich dachte mir, ich hole mir jetzt extra das Power-Up. Dann kommt dieser Keck da nochmal raus. Ich gebe noch eine Blume, aber... Muss jetzt mal hinne machen. Oh, es läuft wieder nicht ganz flüssig. Bruder. Den hat man nicht gesehen, wegen dieser fucking Punkteanzeige da. Ja gut, aber wenigstens sind meine Mitspieler genauso lost. Ah, das hätte ich sogar gewinnen können. Lame. Ja, komm, das habe ich gemeint mit Troll. Schau dir diesen Motherfucker an. Wie nimmt man nochmal so einen Bastard hoch? Dieser Mario wird auf jeden Fall von mir blockiert. Spast. Das sind halt so Lackaffen, die extra nur auf den Stream warten und dann trollen. Ich check mal hier die Tür ab. Ja, lol. Die bringt mich ja einfach nur darüber. Ich hatte gehofft, dass das vielleicht so eine Mega-Abkürzung ist. Ja, eher nicht. Oh, da war eine Ranke. Ist vielleicht auf der anderen Seite... Ja, da ist auch eine. Ich habe jetzt einfach mal clever kombiniert. Mario nutzt es aus. Damn. Ist aber trotzdem ein gutes Level für den Multiplayer tatsächlich. Von allem, was wir bisher hatten, ist es das Beste, aber das schaffe ich nicht. Ich hab auch so viel Pech gerade. Vorhin auch schon gehabt. Kann man hier vielleicht hoch? Oh, da ist ein Leben. Was will ich mit einem Leben? Was warte ich da so lange? Ist die Frage. Wow, knapp. Okay, haben wir hier ein Power-Up? Das muss ich mir jetzt gönnen. Ich glaube, Luigi ist auch groß. Und wenn ich noch eine Chance haben will, dann muss ich halt eh drauf hoffen, dass er stirbt. Einholen werde ich ihn wohl kaum. So erst recht nicht. Ja, der ist schon durch die Röhre. Kommt da noch ein Boss oder war es das? Ja moin, da kommt der Ortschatte noch eine Menge. Und Toad ist auch noch mit dabei.
Der war wohl als erstes hier. Boah, gerade noch rein. So, ich habe den Vorteil, ich bin groß. Aber wenn ich zerquetscht werde, dann hilft mir das auch nicht viel. Ja, gut, hier ist eh ein Power-Up. Oh, doch Luigi eingeholt. Als ob. Als ob. Komm! Toadette, du hast es verdient! Was? Ich bin über die rote Münze drüber. Braucht man die? Ja. Nein! Als ob, Mann! Lol! 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 Yes! Beide sind runter! Beide sind runter! Gönjamin! Komm! Ziel! 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 Mann! Das wäre wieder so episch gewesen. Okay, noch ist die Chance da. LOL! LOL! Warum ist der Toad jetzt vor mir gewesen? Wenn auch nur kurz. Jetzt beende doch das Level! Ja! Bam! Was geht? Ich korrigiere alles, was ich am Anfang gesagt habe. Wir machen hier in diesem Stream in einer Stunde S+. Spaß, Kappa. Ich werde noch runterfliegen, garantiert. Ey, aber das Level fand ich jetzt schon ganz gut. Die zwei Schlüssel am Ende, also einer hätte gereicht, ja. Aber kick mal ein Like. Aber das heißt ein Like, eine Weiterempfehlung für den Multiplayer. Mehr ist es ja nicht, ne? Geilo, geilo, geilo. Freak Gamer, vielen Dank für deine 20 Münzen über den Superchat. Auf einen salzarmen Stream, hoffentlich. Ja, bis jetzt gut gewürzt. Gut gewürzt bis jetzt. Jeremy Stark, danke für die 2 Münzen. Menschen, die dich nicht feiern, sind keine Menschen. ja, sei jedem seine Meinung gegönnt, solange sie konstruktiv ist. Man muss mich ja nicht mögen, aber dann... ja. Muss man auch nicht rumhaten. Aber trotzdem danke. Und Hagan Scherner lässt noch eine Münze da. Ehre. Lacktendo. Naja, es war schon auch viel Skill. Also kann man jetzt nicht sagen, dass es Luck war. Es war bei den anderen beiden Leveln vielleicht mehr. Gerade beim ersten, aber sehe ich jetzt nicht so. Was ist dein Lieblingssport? Fußball. Ganz Mainstream. Ein Easy Stroll. Klassisch. Hä? Das hatte jetzt aber keinen Gegeneinander-Tag gehabt. Kommt trotzdem dran. Warum? Wie kann man nochmal jemanden nehmen? Kriegt das nicht mehr hin. Oh, ich wollte den Koopa-Panzer benutzen. Was trinkst du? Eine Now-Limo. Bin ich als Einziger gestorben? Ah, lost. Ja, aber es läuft auch noch kein einziges Level bisher flüssig. Ja, gut. Jetzt geht's los. Bei SMB3 ist halt auch das Problem, da hast du ja nicht mal mehr die Chance, ins Ziel zu kommen und deine Minuspunkte zu reduzieren. Ich finde das auch so ein Ungleichgewicht. Wenn es eine Flagpole gibt, dann sagen sie, ja, du hast noch 5-6 Sekunden Zeit. Und hier, und auch bei SMB1, glaube ich, da scheißen sie drauf. Also, Domi, in absoluter Höchstform. Na, ah, es geht. Aber danke für diese 16,99, Dom. Bisschen Lag hast du immer, ist normal.
Aber es gab auch einige Level von früher, die waren ohne Lag. Egal, das war jetzt nicht das Problem. Ich war einfach zu langsam. Und dadurch waren die Goombas schon gut in Bewegung. Ich hatte nicht mehr so viel Platz. Pech gehabt. Ich weiß nicht, wie man hochheben kann. Es war irgendwas mit Y, aber kein Plan, Mann. Oh, beweg dich. Okay, nice. Nice. Fühl ich. Oh, wie das leckt. Nicht so hoch springen, du Keck! Wollte ich überhaupt nicht. Ist das Ziel? Werde ich groß? Auch nicht. Puh, komm, ich hab's in der eigenen Hand. Bisschen Item, ich gönn mir das jetzt mal. Ich gönn mir das jetzt einfach mal. Ich hab die Zeit. Also das muss jetzt sein, das muss ein Sieg sein. Aber ich habe die Befürchtung, dass man die Red Coins braucht. Und dann bin ich wieder gerippt. Dann bin ich wirklich wieder gerippt. Aber die anderen sammeln sie auch nicht, oder? Oh, lost! Völlig lost! Zweiter Checkpoint. Ah, die sind jetzt erst im Checkpoint, aber ich lasse trotzdem mal das Power-Up liegen. ZLZ... ZL und Y. Aber das habe ich gedrückt und nichts ist passiert. Ja, sowas ist scheiße, so ein fucking Endboss. Das kostet nur Zeit und die anderen kommen rein und gönnen sich dann den Schlüssel. Aber ich glaube tatsächlich, ich war so schnell, dass sie es nicht schaffen werden. Also ich komme durch die Tür. Ja, Tatsache. Komm, wir nehmen mal die Münze mit. Stimmt, man sieht ja gar nicht, wie viele gesammelt wurden. Aber es scheint eh nur Bonus zu sein. Ja. Okay. Nein, Red Coins braucht man nicht. Woher weißt du das, Maxi? Also, stimmt schon, in vielen Leveln nicht. Aber das kann man vorher ja, kann man ja nicht wissen. ZLY hoch, das habe ich aber gedrückt. Aber ich habe vorhin nur 9 Minuspunkte bekommen. Das war ja sogar recht fair. Oder? Ja, also... Man kann nicht meckern. Ja, bin ehrlich. Dragon, danke nochmal für 25 Münzen. Die erste Donny war irgendwie heute früh. Wie kam es denn dazu? Also zumindest steht hier bei der ersten vor 8 Stunden. Ich stell mir so vor, gönn sich sein Starbucks. Ah, jetzt den Donny raushauen. Zum Frühstück. Dankeschön. Hoffe, du bekommst so wenig Schmutz an Leveln wie möglich. Ansonsten halte dich beim Ausrasten nicht zurück. Ja, das schaffe ich eh nicht. Wenn, dann kommst du schon richtig raus. Aber ja, doch. Nintendo hat den Filter verbessert. Man soll natürlich nicht zu früh loben, aber. Sieht gut aus. Red Coins sind nur benötigt zwischen 2 Abschnitten, da das Level sonst keinen Sinn gibt. Okay. Ja, klar. Ach so, das war der normale Weg. Ich dachte, ich habe die falsche Seite gewählt. Okay. Boah, dieser Luigi, ne? Keck. Lost. Ja, ich aber auch. Wobei, hier ist noch ein Pilz. Die kommen so random entgegengeflogen, ne? Muss ich in die Röhre rein? Ich glaube, man kann in die Röhre rein, aber nee, man muss nicht. Hier auch nicht? Ist ein bisschen komisch gebaut, aber wir haben einen guten Flow. Da habe ich auch nicht durch. Lost. Shit.
Gönn Pilz, gönn. Oh no! Ich habe im ersten Moment sogar extra gewartet. Ja, das war's. Dann kam nichts. Ich dachte mir, okay, ist legit. So viel dazu. Das wird Luigi nicht mehr versauen, denke ich. Kommen diese fliegenden Pilze eigentlich noch nach? Ja, anscheinend schon. Ach, laber nicht! Dass es hier nicht mal einen Checkpoint gab. Oder noch nicht. Vielleicht war ich auch zu schlecht. Ja. Wäre diese Piranha nicht gewesen, ey. Aber gutes Level eigentlich. Das ärgert mich. Der Treffer vorher war halt schon unnötig. Das geht auf meine Last. Hätten wir schaffen können, muss man ehrlicherweise sagen. Mali, danke für 549. Sehe ich richtig, du willst S+ erreichen? Nee. Oder träume ich? Du träumst. Wir spielen es nur an. Ist heute der letzte Part. Ich habe gesagt, es kommt noch was mit S+. Das wollte ich einlösen. Und nachher gibt es dann noch Abonnentenlevel. So als schöner Abschluss insgesamt. Aber jetzt ist mein Ziel, den S-Rang zu behalten. Anfangs dachte ich ja, ich rutsche runter. Jetzt ist mein Ziel, den zu behalten. Damit bin ich zufrieden. Hab halt leider nicht so viel Spaß mit diesem laggenden Modus. Aber es ist jetzt wirklich deutlich besser als früher. Das muss ich schon den Entwicklern anrechnen. Es sind keine absoluten Trash-Level mehr dabei. Wobei ich das vielleicht ausklammern möchte hier. Gott, vor allem es gibt super wenige Deckenlauf-Level. Natürlich muss jetzt eins kommen und es ist immer wieder eine Qual. Oh mein Gott. Vor allem ich muss ja jetzt hier auch noch was wagen. Ich bin ja hinten. Der Wandsprung war natürlich nicht gewollt. Ach, als ob es hier zu Ende ist. Sehr schade. Kawaii Yoshi, vielen Dank, 4,99. Nach einem stressigen Arbeitstag kann ich eigentlich den Stream schauen. Wünsche allen ein schönes Wochenende. Viel Spaß, jetzt geht auch für dich das Wochenende los. Ich habe keins, von daher gönn dir. Jetzt beginnt der Absturz. Gut möglich. Wobei andererseits vielleicht auch nicht, weil die Level halt nicht so grottenloser Cancer sind. Ein bisschen mehr Glück. Dann wird schon der ein oder andere Sieg wieder rauskommen. Weniger Lag wäre auch wünschenswert, aber das scheint zu fehlen. Und wenn sowas passiert, bin ich halt auch einfach lost. Warum springe ich? Warum? Gab keinen Grund. Dann braucht man auch nicht rumheulen. Weil dann ist man einfach dumm.
Oh, da war eine Blume. Die bringt hier eine Menge, denke ich. Jetzt muss ich wieder auf den Fehler des anderen bauen. Bauen. Mario Maker bauen. Verstehst? Ja, so weit ist der Mario gar nicht mehr weg. Unten wäre ein Power-Up gewesen, aber war natürlich jetzt nicht verfügbar. LOL! Sorry, Toadette. Komm schon. Das könnte hier zu Ende sein. Nein, nein, ich bin eingesperrt. Ach, fucking shit. Mario aber auch. Der ist ja mal übelst geopfert. Aha. Ich muss das ja riskieren. Ja, danach das Ziel. Hätte mir auch nichts geholfen, wäre ich stehen geblieben. Jetzt kommt wohl doch der Absturz. Shirayuki, danke für den Fünfer. Und zwar auch mit dem Fünfer. Danke für 120 Folgen Mario Maker 2. Wirst du den Wind Waker nochmal LP'en? Irgendwas kommt da schon, ja. Weiß nicht was, weiß nicht wann. Richtig geil wäre natürlich schon nochmal ein weiterer Port. Auch in 60 FPS auf der Switch, 1080p. Oder wir spielen das GameCube Original. Kein Plan. So, jetzt muss aber mal wieder ein Sieg her. Leider kommen jetzt auch nicht mehr diese typischen Multiplayer-Level. Was ist denn damit? Ja. Sind alle gestorben? Nein. Mario wurde mir nicht angezeigt, deswegen. Ja, das ist 1-1 von Mario Bros. Da ist das Ziel, aber ich schaff's nicht mehr. Oh, Wahnsinn. Wer braucht das? Freaksman99 lässt 3 Münzen da. Habe dank deinem LP von Peppermasfell angefangen, es selber zu spielen und ist instant eins meiner Lieblingsspiele geworden. Grüß aus Österreich. Ja, ist auch ein einfach geiles Game. Man muss es mögen. Ja, aber 1-1 die vierte Röhre nehmen, ich weiß, ja. Aber irgendwie habe ich das zu wenig geschnallt, dass es wirklich das 1-1 ist. Hätte mir eigentlich schon bei dem Muster am Anfang klar sein sollen. Punkte habe ich jetzt, oder? Ja, wenn ich gewinne, kriege ich ja ungefähr 20. Das würde viel Shit von eben ausbessern. Aber ich muss jetzt mal regeln. Wirklich. Wo lang? Verdammt nochmal!
Ja, lieber nicht. Oder doch. Hätte ich mal gekratzt. Wobei, ich glaube, ich hätte ihn auch dann nicht eingeholt. Langweiliges Schmutzlevel. Kim! Danke für 3 Münzen. Heute mehr Skill als Fail am Start. Na, mittlerweile nicht mehr. Die Downy war vor 10 Minuten. Und Styop, danke für deine Mitgliedschaft. Willkommen. Fabian Brawlstars auch. Und Harry Stube lässt 2 Münzen da über den Superchat. Dobby Gorrester Erdemann würde dich gerne treffen. Nächstes Jahr höhere Chance als dieses. Bin ich jetzt der Einzige, der hier hängt und alle anderen kommen weiter? Dann war es das schon. Ja. Jetzt mal nicht, weil ich nichts gesehen habe. Baste 2405, danke für 45. Hast du mal vor, so Galaxy nochmal zu LPen, beziehungsweise würdest du es nochmal LPen, wenn Nintendo ein Remake oder Mario Master ankündigen würde? Natürlich. Selbstverständlich. Warum ist das der letzte Part? Man hat alles gesehen, finde ich. Die letzten 2-3 Parts waren schon wieder, ja, schwierig zu machen, spannend zu gestalten. Das Update hat ja nochmal 20 Parts beschert. Eigentlich wollte ich es mit 100 Parts beenden. Superwelten waren dann ganz geil und die neuen Elemente, aber jetzt ist halt wieder, ja, so das Gefühl, da haben wir alles gesehen. Und daher finde ich, lieber am richtigen Punkt beenden, anstatt auf Krampf immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wir haben ja auch noch jede Menge Hacks zu zocken. Mario läuft uns nicht davon. Verpiss dich doch einfach. Nicht klettern, du dummes Kind! Jetzt wurden die Level aber auch merklich schlechter. Muss man sagen. Das war am Anfang qualitativer. Dominic Perlkuss und Ayu Two Times ist Mitglied. Neues? Ja. BK Fabian ist jetzt im nächsten Monat und Toro ist auch neues Mitglied. Willkommen und danke. Wenn du am Ziel kletterst,
Naja, warte, ich dachte aber, wenn man klettert am Ziel und der Timer läuft ab und ich habe noch nicht den Punkt erreicht, wo dann halt dieses kommt, dass es dann nicht zählt. Ist sicher, dass sobald du die Ziellinie erreicht hast, dass das dann passt? Ich hatte immer einen anderen Eindruck irgendwie. Aber okay. Ist dann natürlich umso besser. Klar. Klar, weil ich wieder getroffen. Und Mario regelt. Muss man auch mal sagen. Wird wohl kaum aufzuhalten sein. Geh doch in die Scheißröhre! Wie ich das hasse. Hier oben ist irgendwo ein Power-Up. Aber nur eins, oder was? Oh, das braucht man auch noch. Scheiße, ich musste mehr Risiko gehen. Aber, ich hab da was gesehen. Die Plattformen respawnen auch schneller, oder? Ich meine, das war früher ebenfalls nicht so. Ja, er hat gewonnen. Er hat noch sein Power-Up. Ich nicht. Ich bin lost. Danke an Dom Fernatz für 3 Münzen. Spende von Neo Fire Phoenix. Ja, dann an ihn oder euch beide besser gesagt. Magst du Kingdom Hearts? Hab noch einen schönen Abend. Ja, ich hab's ja mal gestreamt. Also ich bin mit der Reihe jetzt nicht aktiv vertraut, aber ist schon ganz geil. Fällt gerade ein, ich habe vergessen, den Stream auf Twitter zu teilen. Lost. Aber ihr könnt das ja machen, wenn ihr wollt. Wobei, vielleicht lieber erst, wenn S plus Chose zu Ende ist und wir Abonnentenlevel spielen. Niemand will diesen Dreck hier sehen. Das erste Level ist einigermaßen flüssig läuft übrigens. Moin. Soll ich meine Ausrede auspacken oder soll ich es sein lassen? Ja, sowas darf halt nicht passieren. Das darf halt nicht passieren. Punkt. Ich wollte den Scheißpanzer behalten, weil ich mir dachte, okay, ich hole ihn eh nicht ein, ich muss ein Attentat auf ihn vorbereiten. Dann drehe ich mich weg. Weil dann hätte ich halt den Panzer verloren. Aber ey, lieber verliere ich den scheiß Panzer als mein Leben, oder? Lost. Jetzt weiß ich halt nicht. Hat er auch einen Fehler gemacht? Wer war denn vor mir? Mario, oder? War Mario vor mir?
Ach, nee, Luigi war es. Die sind beide vorne. Ja, gut. Dann sollte das Thema erledigt sein. Wirf doch den Ball! Ist er da rein? Okay. Haben wir auch mal einen Ehrenmann scheinbar? Dann danke an Luigi, obwohl sowas natürlich auch immer... Ja, weiß ich nicht. Aber das Level war gut. Hab's geteilt. Danke, Dr. Toad. Es gibt immerhin wieder ein paar Motivationspunkte, von daher danke, Luigi. Wer war denn das? Ah, steht jetzt nicht mehr da, ne? Doch. Natürlich. Alejandro! Okay. Ich sehe es als Motivationsboost. Und es gibt natürlich auf der Gegenseite auch genug Trolle. Von daher ist ganz okay, dass ab und zu mal auch ein Ehrenmann dabei ist. Aber jetzt muss ich es wieder aus eigener Kraft schaffen, sonst ist es halt lächerlich. Es ist eh schon lächerlich. Der Tod vorhin war so lame. Oh, da ist ein Geisteskranker jetzt dabei. Er wollte auf alle warten. Nee, ich glaube, es war ein ehrenhafter Zuschauer. Also wissen kann ich es natürlich nicht. Kann ja sein, dass auch ein Troll von ihm misslungen ist, aber ich denke eher nicht. Fakt ist, ich darf keine Scheiße bauen! Ja, das ist völlig dumm. Scheiße. Schmutz. Maxi Gamer, vielen Dank für 3 Münzen. Hast du einen Discord-Server oder willst du einen? Nee. Könnte ich niemals moderieren. Trink Orangensaft ist Mitglied und ja, trinkt Orangensaft, ist gesund, aber selbstgepressten. Und Limonaden, Kakao 99, lässt 2,29 da, danke. Maurice Scheller eine Münze, Weezy 76 ist Mitglied geworden. Und Nasenbär haut einfach mal 50 Münzen raus, ohne Nachricht. Vielen, vielen Dank. Wirf nicht das Glas. Nee, ich wollte den Starbucks Plastikscheiß da im Boden knallen. Ach so, Nasenbär war der Supersticker. Oh, okay, das wird auf Stream Elements nicht angezeigt. Oh, scheiße. Ich dachte, da geht's weiter. Hä, was ist das denn? Das sind ja voll viele Trolls auch. Was ein scheiß Bullshit. Das steht im verdammten Ehrenkodex, dass die Münzen einen nicht picken dürfen. Und warum springe ich jedes Mal über die Scheißröhre? Ich dachte selbst... Troll-Level haben so viel Ehre, dass die Münzen nicht so setzen, dass man zerstört wird. Scheinbar nicht. Ich muss jetzt warten, weil ich komme über die Turms eh nicht drüber. Entweder die sterben nochmal oder sie tun es halt nicht. Aber ich denke nicht. Irgendeiner ist doch da safe durchgekommen. Warum fällt der jetzt runter? Wegen dem Mario, okay.
Und du kannst den Müll nicht im Multiplayer spielen. Es geht nicht. Ja, böse Wörter fallen hier häufiger. Müsst ihr damit leben. Es war ja noch viel schlimmer, als S Plus noch aktiver. Hä? Hä? Nee, kein Bock auf den Mist. Das ist das schlechteste Level bisher. Ja. Das ist halt auch nur auf einen Spieler ausgelegt. Klar. Der Filter ist besser als früher, aber ab und zu kommt halt doch so ein Mist durch, der nicht für den Multiplayer gedacht ist. Und ja, ich nenne es trotzdem Mist, weil das mit den Münzen ist halt asozial. Münzen dürfen einen nicht trollen. Eigentlich. Ist so meine Ansicht. Und ich glaube, Nintendo hat dieselbe. Kannst ja Trolls einbauen, aber Münzen müssen immer der Verbündete sein. Sag mal, wie kommst du denn da eigentlich durch? Wenn da die Blumen stehen und der Steinblock runterfällt. Stoppen? Oder was? Aber, ja, wie? Ja, freue ich mich auch, Mario. Wir sind unter anderem wegen den bösen Wörtern hier. Ja, gut. Da ist was dran. Am Ende gibt's ein Timeout. Würde ich irgendwie feiern. So, hier bin ich jetzt einfach gestoppt, weil... Geht mir auf den Sack. Was soll ich tun? Ich konnte nichts. Nichts, nichts, gar nichts tun. Hatte ich jetzt einfach Pech mit den Kanonenkugeln oder was? Weil ich war doch als Einziger da. Oder? Okay. Ja, immer diese Trolls, Digga. Das bringt mich aber nicht ins Ziel, oder?
Jetzt habe ich nicht mal gesehen, wie das Level heißt. Naja, wir können froh sein, dass ich am Anfang ein paar Mal gewonnen habe. Sonst wäre ich wirklich in A abgestürzt und hätte wahrscheinlich viel schneller beendet. Okay. Der dritte Mitspieler wird sich wahrscheinlich den Arsch ablachen. Vor allem hier ist eine Blume. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn an dieser Stelle so schwer, Mann? Ja, wo ist denn der Checkpoint, der da gerade aktiviert wurde? Oder bin ich echt 3 Kilometer weit hinten? Ja gut, wundern wird's mich nicht. Tatsächlich. Ja, moin. Yalla, einfach springen. Ja, jetzt ist mir halt auch schon scheißegal, weißt du. Wie lang ist dieses Level bitte? Was zum Teufel? Warum will der Toad, dass ich zu ihm komme? Wer war das? War das der erste? Ja, dann will er mich nur verarschen, oder? Oh Gott, ich bin so schlecht. Hier war anscheinend auch noch ein Bosskampf, habe ich völlig verpasst. Nee. Oder was? Nein, nehme ich nicht an. Geht ins Ziel jetzt. Geh nicht rein. Er macht dann den Blindjump und springt ins einzige Loch. Ja, man kennt's. Man kennt's. Keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. iWeezy76, danke für die Mitgliedschaft. Und Linktark, das ist 187 da. Ich freue mich auf den Stream. Ich nicht mehr. BB87, das sind 500. Schönen Abend und schönes Wochenende. Dann MaroIT ist Mitglied geworden. WurzelGames lässt eine Münze da. MaxiGamer67 lässt 3 Münzen da. Wenn du Lust hättest, könnte ich einen Discord moderieren. Vielen Dank, vielen Dank. Aber wenn, dann hätte ich schon vor 3 Jahren gemacht, weißt du. Ich habe mir doch schon Gedanken gemacht. Nein, mag ich nicht, mag ich nicht. Trotzdem, danke. Und Katharina Sarah lässt 5 Münzen da. Hey, aber wir schauen dich schon sehr lange und haben immer sehr viel Spaß bei den Videos. SMM2-Streams sind die besten. Habe bestimmt schon alle 3 gesehen. Es gab mehr. Es gibt bestimmt 20 oder so. Freuen uns schon auf kommende Projekte und Ausraster. Ja, wird es eine Menge geben. Wird es eine Menge geben. Stefanie lässt 5 Münzen. Wo sind denn die jetzt? Ach, die sind nicht mehr im Spiel! Was zur Hölle? Ja, aber hatten die jetzt einen Disconnect oder?
Nee, sind noch beide gleichzeitig raus. Hä? Da stand, dass sie alle aufgegeben haben. Ja, aber dann macht das bitte nicht, Leute. Wenn ich so schlecht bin, dann bin ich so schlecht. Habe ich Stefanie schon vorgelesen? Danke für die 5 Münzen und Toro ist Mitglied geworden. So, kann man jetzt auch nochmal einen Sieg aus eigener Kraft bekommen? Das wäre nach einer halben Stunde ganz geil. Aber bitte habt keinen Erbarmen mit mir. Also ihr müsst mich jetzt nicht komplett trollen, so. Also damit meine ich halt auf mich gehen. Das ist Schmutz. Oh Gott. Das Level ist absolut unpassend. Für den Multiplayer. Aber, ja, ich will jetzt auch keine Siege mehr annehmen. Es ist, wie es ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das alles geht mit Link, ne? Okay. Ja, aber ey, das ist doch kein Level für den Multiplayer, ey. Was zur Hölle? Vor allem, jetzt haben wir alle keinen Link-Power-Up mehr. Ja. Geil. Sind wir alle lost. Grandios. WK Fabian, danke für 15. Schade, dass das letzte Part war schon immer lustig zum Anschauen. Auch mein erstes LP, was ich bei dir angeschaut habe, war 2015 SMM2. 1. Jesus. Dann sage ich doch schon mal Dankeschön. Bis so lange den Shit hier reinziehen. Ja gut, man muss das Level auch noch als Link beenden. Okay. Okay. Absolut nicht für den Multiplayer geeignet. Domnom, vielen Dank für die Aufmunterung. 549 lässt er da. Und Luca Christiansen ist Mitglied geworden. You auch. Dankeschön an beide. Domi tut gerade wirklich das, was ich denke. Das wäre... Key Quarrel Multiplayer. Yes, endlich mal wieder. Geht doch, Mann.
Okay, jetzt reiß ich mir mal wieder den Arsch auf. Hä, wieso hat der jetzt einen Schlüssel? Ach so, ist es... Nein, ist das schon wieder so ein Känzer wie am Anfang? Ja, na klar. Warum existieren solche Level? Ja. Ist genau das gleiche, nur dass man halt hier fällt. Vielleicht habe ich ja genauso viel Glück wie vorhin. Wir werden sehen. Auf jeden Fall konnte ich ihn gerade ziemlich lang behalten. Dann auch noch mit so Effekten, ey. Oh, shit. Okay, ich glaube noch eine Station, dann dürfte schon langsam das Ziel kommen, oder? Also hoffe ich zumindest. Wobei es wird so drauf ausgelegt sein, dass es kurz vor dem Ablauf des Timers droppt. Ja, ja, klar. Und dann musst du ja auch noch wissen, wo die Tür ist. Ach, es gibt überall welche. Ja, toll. Naja. Offenbar stehen da einige drauf. Dann bewerte ich es mal mit Mittel, aber selber kann ich es... Kann ich es nicht fühlen, ehrlich gesagt. Ist halt reines Glück und Zeitverschwendung. Thunderbolt ist auch Mitglied geworden. Oha, Nasenbär ist jetzt auch Mitglied geworden gerade. Hat ja vorhin schon den heftigen Superstacker rausgehauen. Danke für die Ehre heute. Nur am Anfang verdient, mittlerweile ja nicht mehr. Aber auch wenn ich jetzt Salty bin... Gut, ich habe jetzt auch zweimal einen Sieg auf den Nacken bekommen. Aber ich finde, man bekommt nicht mehr so viele Minuspunkte reingedrückt wie früher. Also es ist immer noch frustrierend alles, aber weniger. Tatsächlich. So fair muss ich auch bleiben. Und wie habe ich das jetzt wieder geschafft, letzter zu sein? Ich kann ja gar nichts. Hä, geht das überhaupt? Oh fuck, bin ich dumm. Absolut lost und... Digga. Hä, ich starte doch jetzt hier klein. Kommt man überhaupt nochmal rüber? Ja. Ja, aber einer ist schon längst. Ist schon längst weiter. Der Mario, glaube ich, oder? Oh, fuck. No way. Du kleiner Kick! Ich dachte, er geht rüber. Er zieht rüber. Du bist so ein Schmutz. Hey, wo hat er den Propeller? Was? Wo hat er den Propeller-Head her? Willst du mich völlig verarschen? Da gibt's auch noch eine Möglichkeit zu cheaten? Ja.
Es ist Abfall. Es ist einfach Abfall. Also, für den Multiplayer halt zumindest, ne? Jetzt braucht man noch einen, um den Weg frei zu sprengen. Mir war sofort klar, da ist das Ziel. Da aber rumzuspringen ist absoluter Schwachsinn, dachte ich mir. Und yalla, unten durch. Ja gut, okay. Aber kannst du dir nicht geben, Multiplayer. Damn, Bro. Komm, 100 Punkte wären schon noch schön, oder? 100 Punkte? Let's go. 100 Punkte. Come on, man. Stajep, danke für 5 Münzen. Ich feiere dich so sehr, du unterhältst mich so sehr und ich habe immer was zu lachen. Ich weine heute doch bloß, aber gut. Wenn ich mir deine Videos anschaue, bleibst du, du bist guter YouTuber. Danke dir, mein Lieber. Ich würde 100 Punkte schon echt feiern, Mann. Komm. Aber ich denke, das wird nichts. Zumal das Stream ja auch nicht zu lange sein soll. Wir wollen noch Abonnentenlevel spielen. Und das geht jetzt schon über eine Stunde, obwohl ich gesagt habe, wir spielen nur eine Stunde S+. Ja, Multiplayer versus, okay. Okay. Moment, war bei dem Level, was wir gerade gespielt haben, nicht sogar Multiplayer angeschrieben? Das ist eine exklusive Ansicht, glaube ich. Juhu, und ich bin zu langsam. Beste. Das geht nicht? Schade. Bruder. Oh mein Gott. Digga! Lass mich durch jetzt! Als ob ich deswegen jetzt verkackt habe, Mann. Scheiße! Alter. Da ist einfach mal Professor. Von dem haben wir doch, glaube ich, die Superwelt gespielt. Und er ist auf rosa S+. Sprich, ich hab schon verloren. Oh, nicht schon wieder. Link, Mann! Nee, nach dem Level ist Schluss. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß.
Mit Fall kann man die nicht killen, oder? Nee. Moin. Aber einer ist schon durch, ne? Glaube ich. Bin nicht der Erste hier. Außerdem zu dumm. Ach, da sind die rein, oder was? Gibt's mehrere Wege? Ach, Bruder. Ich hätte einfach vorhin das Schwert nutzen sollen, ne? Völlig dumm. Ich würde ja lachen. Vielleicht ist das hier alles falsch? Ja, ist es auch. Ist es auch. LOL. Alles, was ich da hinten ab... Hä? Ist das derselbe Raum wie vorher? Okay, dann ist es ja noch geisteskranker und schmutziger, als ich dachte. Mann, du kannst gar nicht richtig springen bei dem Kack hier. Okay, die sind aber alle tot. Mach halt. Was? Ist es trotzdem einer vor mir? Nein. Hä, wie kann das denn sein? Dann muss es ja noch irgendwo eine geheime Röhre geben. Was ist denn das für ein Scheiß? Oder, nee, Moment. Das wird einfach nur falsch angezeigt, glaube ich. Oder auch nicht. Okay, hier gibt es offensichtlich mehrere Röhren und... Ach, es ist so ein bisschen Schmutz. Ja, das war's jetzt. Das war's jetzt. Dann würde ich sagen... Sucht ihr euch jetzt Level raus, wo ihr meint, die sind richtig geil. Und haut die Level-ID in den Chat rein. Ich pick mir irgendeinen raus und hoffentlich ist es dann auch wirklich geil. Wir machen es so, in einer Runde pick ich mir random einen raus. Und dann jedes zweite Mal ein Level von einem Mitglied. Damit dann da auch so ein bisschen der Vorteil mit reinfließt. Jo, schauen wir mal, wie lange wir das machen. Aber ich habe jetzt Bock auf was Gutes. Dragon, danke für den 10er. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Stream. Muss mich um meine Gäste kümmern. Ich kläre dich später auf, was es mit den 25 von heute früh zu tun hatte. Hochzeit? Also hast du geheiratet oder was? Heftig. Okay, dann nehmen wir nochmal das Level von Simple. PG 5 S 8 W 7 G F. Und ja, immerhin nicht in Rang A abgestürzt. Das Hauptziel aus dem S-Plus-Blödsinn ist ja erreicht, immerhin. Dann, Zelda, Desert Temple, Fuki. Okay, Desert Temple with some on-off Minigames und Legend of Zelda Easter Eggs. Link hat mich zwar gerade getriggert, aber ich schaue mir das trotzdem mal an. Ist hier was?
Ah ne, ich glaube, man muss da reinspringen, damit die Switches aktiviert werden. Mhm. Ah, cool. Die Switch muss durch den Eiszapfen aktiviert werden. Alles klar, nicht schlecht. Aber noch bin ich ja kein Link. Haben aber den Zelda-Jingle gehört. So, jetzt nochmal dasselbe Spiel mit dem Powerblock. Oh, dreimal? Naja, wenn man so hin und her macht, dann ist es eigentlich entspannt, oder? Es gibt noch pinkes S+, lol. Ja, das wurde jetzt eingeführt mit dem 3.0-Update. Das ist nur noch belastend. Ah. Ich mag, dass wieder jedes Mal der Zelda-Rätsel-gelöst-Jingle kommt. Warum wurde jetzt der P-Switch aktiviert? Und kann es sein, dass es ein altes Level ist? Ich habe jetzt nicht aufs Datum geschaut, weil das Link-Power-Up ist ja gar nicht eingebaut. Hä, ich verstehe den Raum nicht. Ich glaube, ich konnte das nicht schaffen, weil... Genau. Hä, oder? Ja, doch, ich glaube, oder? Nee, auch nicht. Es muss ja der Powerblock zerstört werden. Wie zur Hölle mache ich das denn? Die scheiß P-Switches müssen da jedenfalls weg. Ah, ich glaube, jetzt habe ich's. Genau, einmal auslösen und dann nach... Nee, eben nicht. Aber nach... Ja, aber so ähnlich. Okay. Aktivieren. Dann den Schmutz nach rechts schleudern. Und das sollte es gewesen sein. Okay. Ich habe 100 Euro im Lotto gewonnen. Gönn dir. Kommt nicht häufig vor, dass man da gewinnt. Eher im Gegenteil. Alle besiegen? Ja, besiegen. Gab's da jetzt einen Checkpoint? Okay. Das ist schon nicht einfach. Und wieso ist der jetzt nicht gestorben? Ah ja. Wie geht's Nero? Ja, Beste. Ach so, ich glaube, ich darf diesen Panzer nicht verlieren, weil der ist ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass die sterben. Ich glaube, ich habe den vorhin aus Versehen zertrümmert. So wie jetzt am Ende auch, aber da hatte ich Glück, dass es danach beendet war. Ach so. Ich habe irgendwie gedacht, die würden auch schon durch die Pfähle sterben, weil sie halt erdrückt werden, aber nee. Ist nicht der Fall. Es gab keinen Checkpoint, oder? Die sind so klein, ich bemerke die immer nie.
Hat schon einige gute Ansätze, das Level. Hast du schon Uri? Nee. Kommt erst Ende des Monats. Oha! Ach, da. Hä? Ich habe diese Knochenbahn gar nicht gesehen. Was ist denn jetzt hier verlangt? Oder muss man da noch groß sein? Keine Ahnung. Wenn man in einem Musiklevel stirbt. Das habe ich mir auch gedacht. Aber ich habe diese Knochenbahn vorhin echt nicht gesehen. Ja, wie ich sage, das Level hatte einige gute Ansätze. So von den Rätseln her, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen besser ausgearbeitet. Aber war ganz nice. Und auch vor allem am Ende der Gerudo Desert Theme. War geil. Dann danke Simple dafür. So, jetzt ein Level von einem Mitglied. Ballert mal raus. Und ich danke Michael Kohler für eine Münze. Und nochmal für 10. 120 Cent für 120 Parts. Kam ja schon gerade die Doni. Wir danken dir für all den Spaß. Und freuen uns auf die anderen Mario-Level. Kommt noch viel Mario-Content. Ist ja der Haupt-Char auf dem Channel eigentlich. So, hier Andy Link sehe ich gerade. Nehme ich mal dein Level. Kommt noch viel Mario, das ist ja mal klar. Wir hatten jetzt vor den Hacks zwar so ein bisschen eine Durchstrecke, aber es war einfach kein Platz. Soll sich jetzt wieder ändern. Find the right block. Remember the position of question block and beat the right one in the other room. Okay. Ah, ich habe so eine Vorstellung, wie das ungefähr funktionieren könnte. Mhm. Das ist so richtig Classic Mario Maker jetzt. Das war ganz am Anfang von Mario Maker 1 Fame. Remember. Hier ist der Block und dann ist er auch hier, oder? Nein? What? Muss doch sein. Dann ist es doch nicht so? Ach so, doch, ab jetzt. Das am Anfang war nur ein Beispiel. Hat mich aber jetzt trotzdem irritiert. Ja, toll. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, welcher es war. Okay, Glück gehabt. Was passiert, wenn ich einen falschen auslöse? Werde ich dann gekillt? Probier's mal lieber nicht aus. Okay, jetzt haben wir da oben einen. Der dritte von ganz oben sozusagen, auf der linken Seite. Ja. Eins, zwei, drei. Es juckt mich ja schon in den Fingern, weil ich wissen will, was passiert, wenn man den Falschen aktiviert. Vielleicht passiert es mir ja noch. Ansonsten kannst du es gerne in die Kommis posten. In den Chat posten. Was ist das denn für ein Monster? Nein, ich dummes Kind. Ich habe mir gerade überhaupt nicht gemerkt, welcher Block es war. Ah, okay. Nase links. Ja, und wie komme ich jetzt an den... Ah, okay.
Ich glaube tatsächlich, es passiert gar nichts, wenn man die anderen Blöcke aktiviert, oder? Würde ich jetzt mal fast sagen. Okay, oberste Reihe, links. Aber an die Linke, ich hätte es zumindest gespiegelt, weil so ist es dann halt doch ein bisschen monoton nach einer Zeit. Wenn du es gespiegelt hättest, dann würden Lost Boys wie ich zumindest noch strugglen. So ist es ein bisschen zu easy. Dritter, rechte Seite. Dann hier der zweite, also zweite Reihe, vierter Block. Oh, es geht noch weiter? Ist mir auch ein bisschen zu lang, das Level, dafür, dass es halt immer dasselbe System ist. Warte, das war der zweite, oder? Ja, wenn man schon austeilt, sollte man es wenigstens auch schaffen. Okay. Das wäre es jetzt gewesen, wenn das falsch gewesen wäre. Fünfter von links. Hallo? Plattform. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dass man auch jedes Mal diesen Block holen muss. Okay, Spalte links. What the? Wow, der Pro. Okay. Ah, gut Job steht da. Mhm. Ja, schönes Ende. Aber wie bereits gesagt, etwas monoton, ein bisschen zu lang. Du hättest es zumindest spiegeln sollen, dann wäre es richtig, ja, also auch nicht richtig fordernd, aber schon etwas heftiger gewesen. So, das ist so meine Meinung dazu. Danke fürs Einsenden. Und der nächste, wieder ein, also jeder. Momentan keine Level da. Ich warte. Und Freepass, danke für eine Münze über den Superchat. Jens Ritter lässt auch 5 Münzen da. Ja, gut. Er hat hier seinen Levelcode reingepostet. Ich werde das jetzt aber nicht nehmen. Sei mir nicht böse, Jens. Aber wenn ich jetzt deinen Levelcode nehme, dann ist es ja sowas wie Bestechung, so mäßig, weißt du? So von wegen, ja, haut eine Donny raus, dann wird das Level gespielt. Dafür möchte ich natürlich nicht stehen. Deswegen danke, aber ja, kann ich jetzt nicht machen. So, hier haben wir doch Mark Leon 08. G17 B 0V. HKG. Lemmy's Fiery Fortress. Mhm. Ein aktuelles Level. Okay. Oscar Goldie, danke für die Mitgliedschaft. Willkommen bei den VIPs. Spaß mit den Emojis.
Oh, das sieht cool aus. Sogar die Laser-Robo-Koopa sind am Start. Ja, was muss ich hier machen? Hm? Ach, okay, verstanden. Ja, ja, oh, hm. Cool, Alter. Ich muss natürlich dem Buhu, der da drunter ist, muss ich den Rücken zukehren und dann... Ja, mit ein bisschen Glück den Mancha runtermanövrieren. Alles klar. Mhm. Oscar Goldie ist auch nochmal ein Fünfer da. Auf den besten Vätern Videos. Dankeschön, mein Lieber. Ach komm, wirklich? Ja, jetzt runter, 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 runter. Gibt's doch nicht. Endlich. Was? Warum bin ich wieder hier? Ach so. Ah. Clever gebaut ist es. Ja. Und ich denke mir so, yo, ich bin cool. Ich springe einfach, obwohl ich nicht getimed habe. Ich werde schon drauf landen. Die Knurre denkt sich, nee, ich gehe wieder zurück. Ah, schönes warmes Bad. Das mag ich. Entspannt. Damn, Bro! Level ist schon auch echt böse, ne? Das Beste bis jetzt. Also mir gefällt es echt gut. Vom Baustil. Aber was ich daraus mache, ist halt schlecht. Da ist er ja. Boah, mit diesen zielsuchenden Dingern da, really? Damn it. Ach, die explodieren sogar in SMB 3? What the fuck? Ah ja. Mhm. Das war ein nices Level. So, jetzt wieder ein Mitglied-Level. Let's go. Julie Nintendo, das 15er, auf Ehre für das große Finale in Super Mario Maker 2. Dankeschön. So, erster Levelcode von dem Mitglied, den ich sehe. Der wird reingeballert. Wer ist der Schnellste? Alle lost oder was? Klar, Streamverzögerung ist da, aber ihr müsst ein bisschen mitdenken, wenn ich am Ende des Levels bin. Ah ja, Dom Fanarts. Jetzt kommen alle. Ein Donkey Kong Musiklevel. Hui, das könnte mir gefallen. 5BG, FX.
B. LQG. Donkey 64, Frantic Factory. Das ist die dritte Welt. Borg. Also ganz normal laufen, ja? Oder? Ja. Sorry, ich war mir jetzt nicht sicher, ob normal laufen oder rennen, aber Borg ist Borg. Ganz normal laufen. Nice! Okay, wieder ein normaler Dude. Du musst rennen. Nee. Ich hab's extra ausprobiert. Bei Rennen war es viel zu schnell. Ganz normal laufen war richtig. Kenki Blade. Blink Block Jumps in Castle. Easy. Okay. Und wem es gefällt, der kann natürlich liken und abonnieren für mehr Shit auf diesem Kanal. Falsches Timing. Einfach runter oder was? Ah! Aber das muss auch noch im Rhythmus bleiben. Okay. Mehr als Pilz gönnt er wohl nicht. Oh, werde ich von den Viechern gerade verfolgt? Sah zumindest so aus, als würden mir die Drachen folgen. Ah, ich wollte schon sagen, die Lava steigt, oder? Ja, tut sie. Dammit. So, hier machen wir mal 200er IQ. Hier würde es auch gehen. Sogar schon von hier aus, oder? Nee. Ja, Lost! Da habe ich Mario ein bisschen mehr zugetraut, als er kann. Und der arme Pilz ist tot. Nein, das bin ich schlecht. Also schön designt ist es natürlich nicht. Ja, das glaube ich weiß er auch. Aber die Challenge ist okay. Ach, da ist ein... Woher soll ich das denn wissen, dass da ein Block ist? Mit dem Pfeil... dachte ich, dass er meint, ja, einfach den High Jump und dann rüberschweben. Cheesen wird bestraft. Kann sein, dass er es berechnet hat, ja, wer weiß. Wer weiß? Sogar noch eine. Also von wegen Cheesen wird bestraft. Man kann hier sogar noch tricksen. Von
seiner eigenen Intention aus. Muss ich die besiegen oder nicht? Nee, ich denke nicht. Okay. Ja, also scheiße designt. Ich sag's dir, wie es ist. Aber die Challenge ist ganz cool. Stand easy in den Klammern. Vielleicht hast du ja noch Medium und Hard. Hätte ich privat sogar Bock zu spielen. Mag sowas eigentlich. Ich like es jetzt sogar, obwohl es fürchterlich aussieht. Danke fürs Einsenden. Und nächstes Mitglied-Level. Darf gerne rausgeballert werden. WK Fabian. Ah, schön. Du warst ja sogar heute recht aktiv hier. 7HR KKQ 81G. Ich habe erst spritzige Wüste gelesen, aber es ist die spitzige Wüste, okay. Voll viele Pockys oder was ist damit gemeint? Wir werden sehen. Okay. Nicht unbedingt Pockys, aber andere Stacheln. Warum springe ich? Hätte ich mich ein paar Sekunden später fragen sollen. Der Sprung war ja sogar noch legit. Der erste. Das ist schon gehobener Schwierigkeitsgrad, oder? Verdammt, ey. Weiß ich nicht, ob ich das zu Ende spielen werde. Kommt drauf an, was noch kommt und so. Aber gefällt mir eigentlich. Packst aber auch jeden Scheiß aus, den du auspacken kannst, ne? Uff. Ich hab's gewusst, dass er den Sprung nicht schafft. Mann! Muss wirklich von hinten durch den Drecksmannschaft durch. Mann! Ich wollte ihm trotzdem die Chance geben. Mario, du hast mal wieder verkackt. Hä? Okay, schaffen will ich es aber eigentlich schon. Aber das Trigger ist halt, wenn du immer wieder von vorne beginnen musst, ne? Okay, ein bisschen mehr Musik. Wieso sterbe ich denn jetzt immer an diesem Teil? Oh, wäre ich doch bloß zurückgegangen bei dem Mannschaft. Es war mir doch eh klar, dass er den Sprung nicht schaffen wird. Mario frisst einfach viel zu viel Pasta dafür. Und ich auch. Jetzt kommt wieder diese berühmte Phase, die bei mir normal ist. Zu viele Fails. Motivation weg. Und ich kann nichts dagegen tun. Wäre dann leichtsinnig und stupid. Thank you.
So, nochmal zurück wie vorher. Das ist dann vielleicht nicht super schnell, aber klüger. Vor allem, weil du mehr Speed aufbauen kannst. Und das scheint so der Schlüssel zu sein für das ganze Level. Brauchst häufig einfach Speed. Oh, und das wäre so einfach gewesen. Das wäre so einfach gewesen. Meine Fresse. Ja, war ja klar. Ich trete auch in jede Scheiße, die auf meinem Weg liegt. Vor allem, warum springe ich nicht so drauf? Ah, okay. Deswegen! LOL. Lach mich hier gerade weg. Gut. Genau deswegen mache ich den Scheiß ja hier. Oh nein, was bist denn du für ein Asi? Lost. Aber Moment, schaffe ich den Sprung nicht sogar ohne den Notenblock? Denke, ich probier's mal aus. Jo. Boah, ist das eine Scheiße, das Level, Alter. Du wirst gleich blockiert, Spaß. Ich weiß schon gar nicht mehr, von wem es war. Aber es hat ein Nachspiel. Meine Ninjas und vor allem meine Anwälte werden dich nach dem Stream aufsuchen. Nicht nur Nintendo hat Ninjas. Ja gut, okay, das war easy. Spielst du Mitglied-Level? Nee, abwechselnd. Einmal Mitglied-Level, einmal normal. Aber das war jetzt ein Level von einem normalen Dude, oder? Oder war das ein Mitglied-Level? Weil dann bin ich sehr enttäuscht. Spaß. Also es ist eine schöne Challenge, aber ich könnte kotzen, ey. Und das hier ist so herzlos. Was soll das, Mann? Hä? Wenigstens kommt das gleich nach dem Checkpoint. Warum vorhin nicht? Wir wissen es nicht. Brauche ich die Kanonenkugel noch? Nee, ne? Warum sind da Münzen, verdammt? Was soll mir die Münzen jetzt wieder sagen? Anzeige ist raus. Ach, das stimmt. Es war von Vega. Oh Gott. Ah, lol. Hab ich schon ganz vergessen. Ja, aber schon. Ah, verdammt. Geile Challenge. Damn, jetzt ist mir irgendwie ein Staubkorn in mein Auge unter die Kontaktlinse geraten. Das gibt's doch nicht. Oh nein. Scheiß Dreck. Yami-chan, allerdings Flucht aus der Wunderhöhle. Okay. Ah, das Auge. 8V. 5. KL1. C2H. Disney's Aladdin and the Magic Lamp. Cool.
Das Game für den SNS war auch richtig geil, ne? Erreiche das Ziel auf Lakitus Wolke. Was? Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich diese Zielbedingungen sehe. Schöner Beginn. Oh nein! Ja, jetzt habe ich. Ich sterbe wegen meinem Auge, weil es ständig grünt und ich nichts sehe. Keine Ahnung, wie das jetzt da passieren konnte. Sorry dafür. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Finde ich auf meinem Weg die magische Lampe oder was? Oder wie war das? Nee. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das war in dem Film. Nee. Er findet den Genie, dann wünscht er sich was um den Genie. Ja, genau. Der Affe berührt dann irgendeinen Schatz, was sie halt nicht machen dürfen. Und dann fällt alles zusammen, ne? Richtig. Genau, und dann fliegen sie gemeinsam auf dem fliegenden Teppich. Ja, so war das. Das Remake war sogar auch ganz okay. Mit, also dieses, was jetzt letztes Jahr lief. Die Realverfilmung. Okay, die Passage ist jetzt vielleicht ein bisschen zu lang hier. Aber wir sollten es schaffen. Alter, was geht denn hier ab? Noch cooler hätte ich es halt gefunden, wenn man wirklich so eine Flucht durch einen Höhlentunnel gehabt hätte und dann irgendwelche Hotheads oder sowas hochspritzen. Zehn Jahre später haben wir unser Ziel endlich erreicht. Naja, den Anfang fand ich noch gut. Aber ich hätte ein bisschen mehr in der zweiten Hälfte gedroppt, tatsächlich. Yami-chan. Aber danke für die Einsendung. Auch danke an Aaron Fortgamer für 1,87. Wie ich aber vorhin schon sagte, kann ich Levelcodes über den Superchat nicht annehmen. Sonst wäre es ja Bestechung. Friedel! Du kommst dran. 3 LP. 1,9. D. 8 DF. Run and fly. Achso, aber es ist ein 20 Sekunden Speedrun oder was? Ja. Ach, sowas. Wie in dem Tower in Mario World. Bei dem Wald. Komm, first try. Nein. Ganz böse. Aber ich habe auch zu früh an Höhe verloren, so wie jetzt. Der Start ist das A und O eigentlich. Fuck. Vika Fabian, danke nochmal für eine Münze. Und auch für das geile Level, über das ich mich schön aufregen konnte. Das Blöde ist halt, man stoßt oben an die Decke an und dann irgendwie kannst du nicht mehr richtig gegenlenken. Wie mache ich das denn? Nein, das war auch eine scheiß Idee. Aber nicht so weit hochfliegen ist doch eigentlich gar nicht so blöd, oder? Das lässt sich aber schwer abbrechen. Ich darf da nicht so weit unten sein, sonst komme ich bei dem großen Ding nicht mehr durch.
was. Simpel, aber hat mich unterhalten. Danke. Sag ja, Anfang ist das A und O. Und dann musst du eigentlich nur noch im Rhythmus Schwung holen, fallen lassen, Schwung holen, fallen lassen. Okay, nächstes Level wäre dann von Demogorgon. Larry's Cursed Castle. Warum ist es cursed? Ist die Frage. Toro, danke für eine Münze. Und Limp für 2. Uploadplan in der Videobeschreibung. Und im Kanal. Bei Kanalinfo. Komm, gönn Checkpoint, gönn. Ehre. Oh, nice. Das eher weniger, aber dass wir verfolgt werden. Das ist ein Feature, das kam auch in den Parts viel zu kurz. Und ich weiß darum, weil es scheiße ist. Mann! Irgendwie muss ich doch landen. Ja, ist mir scheißegal. Also hier renne ich einfach durch. Dann nehme ich den Hit in Kauf. Wieso kam die Maske jetzt nicht? LOL? Ja, moin. Seit wann fliegt die so hoch? Doch kein Multiplayer? Doch, hatten wir am Anfang. Wartet hier. Das ist echt so ein Scheiß, Alter. Das bremst ab. Das berechnet richtig, wie du springst. Das ist so ein Dreck. Viel schlimmer als ein SMB2 irgendwie. Warum gehe ich nochmal darunter? Warum gehe ich nochmal darunter? Erklär mir das mal. Ach, hätte man gar nicht sterben müssen. Das ist mal wieder so schwach. Dann der Kampf so fair. Willst du mich verarschen oder was? Na gut, das ganze Level war eigentlich nicht schwer. Ich war halt nur wieder lost. Was will denn der jetzt? Tschüss. Die Maske war da, du warst nur zu schnell. Ja, ich dachte eigentlich, ich wäre genauso schnell wie vorher, aber gut. Eat the Place, danke für 2 Witzen. Hast du vor, Super Mario 63 zu reloaden? Nee, eigentlich nicht. So, was kommt jetzt? Mitgliedlevel, oder? Ja, Mitgliedlevel. Das wäre dann... gestern dann SMB2-LP gesehen, da gab es genauso viel Hate wegen den Dingern. Ja, die sind halt triggernd. W. Michel war am schnellsten.
So, und ich denke danach noch zwei Level, also eins von einem jeder und dann noch ein Mitglied-Level. Und ich werde dann tatsächlich nochmal ganz kurz in S Plus reingehen. Also wir werden den Stream mit dem Schmutz dann beenden. Fragt mich nicht, warum. Irgendwas in mir will, dass ich es doch nochmal tue und damit dann den Stream auch beende. Ich kann es euch auch nicht erklären. So, was zum... Hä? Ach so, okay. Ja, aber wie nehme ich mir... Wie lasse ich mir denn den Helm nehmen? Ich muss den Block zerstören, ja. Aber jetzt muss ich den Helm doch verlieren. Ach so. Ja, gut. War jetzt richtig, oder? Ja, da werden wir den Yoshi brauchen, denke ich. Na, und damit sollte das auch schon gelöst. Oh, schon Ziel? Ja, gut. Das erste Level. Quatsch. Das erste Rätsel war ganz tricky. Das zweite war jetzt sehr easy. Level ein bisschen zu kurz, leider. Ich hätte mich gerne auf mehr gefreut. Das war nämlich gar nicht schlecht. Dann, ja, die letzten zwei Level. Einmal ein random Dude, please. Und Flurocopter, danke für zwei Münzen. Bist der Beste, danke fürs Lob. Ah, hier, IK war schneller als alle anderen. 6, 2, was, richtig so? Mit einer Niederlage in Versus darf es nicht enden. Das ist mir so wurscht, ey. Für mich ist es okay, wenn ich nicht ein A runterklatsch. Aber ja, wäre schon schön, mit einem Sieg zu beenden. Das ist richtig. Glaube aber, wird nur noch schlimmer. Oha! Das hat ja sehr viele Likes und Visits. Magic Mirror. Achso, ist das so ein ähnliches Level, wie wir jetzt vorhin gespielt haben, nur gespiegelt? Ja, offenbar. Na gut. Friedel, danke für 3 Münzen 33. Sorry für das Dreckslevel. Kein Problem. Hm? Oh, muss ich jetzt... Ich dachte, ich hätte da unten einen Block aktivieren müssen und hab den vergessen. Dabei war der Fokus ja ganz woanders. Oder? Ach, Mann, ich bin ja immer zu dumm für alles. Da ist doch ein Block, Mann. Hallo, Kopf einschalten!
Bratan Ibrahimovic, danke für die Mitgliedschaft, willkommen. Hä? Okay, der hat ein... Ach, es ist doch immer gespiegelt! Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, das ist Wahnsinn. Es ist immer gespiegelt. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wer war das? Andi hätte das spiegeln sollen, weil das hätte mich halt vernichtet. Genauso ist es auch. Bam. Jetzt weiß ich, was im Multiplayer noch fehlt. Mehr Oni-Masken. Lol. Ist das jetzt eine Vorschau? Ich nix verstehe in Deutsch. Schon richtig und dann kann ich dann nämlich hoch hier wieder aktivieren. Da ist der Block. Hä, aber der bringt mir doch nichts. Ich komme doch dann nicht hoch. Ey, das ist zu hoch für mich. Da muss man ein Student für gewesen sein. Hä? Ja, und jetzt? Ich habe doch jetzt alles. War der Block vorher auch schon da? Der war doch... Was? Ja, ach, ja, okay. Der sagt mir, dass hier ein Block ist. Ah, dann komm ich weiter, ja. Ich sag ja, da brauchst du 1,0 Bachelor. Auf Art-Design natürlich. Ja, ein sehr gutes Level, aber ich bin zu stupid dafür. Ich hab's zwar geschafft, aber auch nur durch irgendwelche Instinkte, die sich gerade so eingeschaltet haben. Okay, danke. Aber ich glaube, das Level ist genau deswegen auch so bekannt, weil sich da wahrscheinlich mehrere dachten. Ich weiß. Blue World, danke für 229. Hi an alle und Nintendo, willkommen. Und Florocopter ist noch Mitglied geworden. So, jetzt letztes Mitglied-Level. Alexander, nee, er hat keinen Levelcode. Aber Luca, 265. Alle Cooperlinge. Ich hab jetzt eigentlich echt keinen Bock, aber okay. Muss ich wohl durch. Boah, was? Schon so spät? Verdammt! Dann kann ich jetzt aber echt nur noch ganz kurz S-Plus machen. Wir hiermit fertig sind.
Uff. Knapp. Wäre wieder unnötig es hell gewesen. So wie das hier auch. Ah, man kennt's ja. Man kennt's! Oh, das ist so ein Arsch. Lass sie erstmal springen, dann angreifen. Was? Oh, es gibt natürlich keinen Checkpoint. So lame, dass man da drauf spinnen kann. Nimmt jede Schwierigkeit. Ja, ist so. Diese Röhre, Alter. In Mario Bros. U konnte man ja nicht auf ihn spinnen. In Mario Maker geht's. Oh, wie random ist das denn hier? Aha. Ich dachte, ich wäre jetzt schon bei dem letzten. Mann, wie viel sind das denn? Also ich sag gleich, wenn ich hier sterben sollte, ich mach's nicht nochmal. Sei mir nicht böse, aber ich will noch in S Plus rein und es ist schon verdammt spät. Es soll ja noch ein zweites Video kommen. Also mit diesem Try lassen wir es dann gut sein. Ist ja eh nur so ein Boss Rush. Und halt leider auch nur alle hintereinander, also, naja, geht jetzt auch spannender oder kreativer, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe es eh kommen, dass er mich besiegen wird. Es würde ja auch nur zu gut passen. Oder... Es hätte mich allerdings wirklich nicht gewundert. Du willst heute noch ein Video hochladen? Nee, das ist schon hochgeladen. Ich muss nur freischalten, aber der Stream wird ja auch noch ein bisschen verlängern. Verarbeiten. Und währenddessen sollte man kein neues Video freischalten. Das bringt nämlich die ganze Scheiße auf YouTube durcheinander. Aber wenn es fertig geladen ist, dann wird das nochmal über das Video, was in der Zwischenzeit freigeschaltet wurde, gesetzt. Auch in der Abo-Box. Und dann wird automatisch das andere Video schlechter empfohlen und gerankt, weil YouTube das so registriert, als wäre der Stream das neue Video. Schwierig zu erklären, aber man muss auf jeden Fall immer die Verarbeitung abwarten eines Streams und erst dann was Neues rausballern. Sonst RIP. Alice, danke für 6 Münzen 66. Hi, erste Doni, bin eher eine ruhige Zuschauerin, wollte heute etwas donaten. Als Dankeschön für deine Videos. Grüße aus Luxemburg. Vielen, vielen Dank, Mann. Und Grüße zurück. Oh Gott.
Ja, 3 FPS oder was? Ja, 3 FPS. Da, jetzt 10, aber Ruckler AF. Ach, so ein Schmutz. Da habe ich schon direkt keine Lust mehr. Es ist der Wahnsinn, was das für eine Scheiße ist. Hast mehr Likes als Zuschauer, alles richtig gemacht. Okay. Und Justin, danke für's Mitmachen im Superchat. Intensive Runden im Multiplayer gehabt, okay. Und Julian74HD mit 3 Münzen am Start. Hallo, das ist meine erste Donny überhaupt. Meine Nachbarn machen gerade was mega Belastendes. Das ist aber wenigstens... Was? Aber wenigstens lenkt mich der Stream vom Lärm ab. Achso, bauen die gerade um oder wie? Ja, da muss man durch. Es nervt, aber man muss auch immer bedenken, man selber ist ja auch mal umgezogen oder hat gebohrt, hat gesägt, was auch immer. Das muss halt sein. Also ich kann es verstehen. Na, wobei, jetzt haben wir ja 20 Uhr. Da sollten die dann schon langsam aufhören. Cheese Bridge Area. Das wird cheesy. Oh, das ist doch ein Nachbau von diesem SMW-Level, oder? Ja, safe. Dann ist hier eine Feder. Ja, das ist ein SMW-Level. Mit Red Coins. Ich muss aufholen. Dann halt nicht. Es war eh meine letzte Chance. Da war wieder jemand besonders einfallsreich. Ja, keine Lust. Hast du Disney Plus? Ne, ich habe keinen Disney Plus. There is totally snow area. Mhm. Okay. Wow. Ist egal, einfach durch, komm. Ja, lol. Okay, was kann ich jetzt für den Gegentreffer, wenn... Wenn sobald ich da drauf gehe, das Spiel mich halt laggen lässt, so. Diese Animation für, du hast die Halbzeitflagge erreicht und so ein Schmutz. Und währenddessen die Geschosse weiter auf mich zukommen.
Kann ich nichts dafür. Netflix habe ich, ja. Das stimmt. Bin gerade am Sushi essen. Ja, ich überlege auch, ob ich mir irgendwas gönne jetzt gleich. Nämlich den nächsten Stream Part eingestellt habe. Die Geschwindigkeit meiner Verbindung ist langsam. Ja, Nintendo. Garantiert. Auf jeden Fall. Ein Sieg musst du schaffen. Nee. Ich mache noch bis an den Rand von S und dann, wenn es kommt, okay. Wenn nicht, dann nicht. Immer noch das Honor View 20 als Handy. Oh, schön random. Schön laggy. Oh, da ist eine Ranke, oder? Nee, brauche ich nicht. Digga, 3 FPS. Willst du mich völlig verarschen? Ist hier ein Pilz wenigstens? Abfahrt. Mann, gib mir den Kack und lass mich durch. Das habe ich natürlich nicht gesehen, was hier auf der linken Seite war, aber ich schätze, ich muss nach rechts rennen. Ja. Die Sprünge lassen sich natürlich optimal timen bei 3 FPS. Ich frage mich auch, wie kann man sowas anbieten? Wie kann man sowas anbieten, Bruder? Hoffentlich ist das jetzt dieser Sieg. Wenn das nicht der Sieg ist, dann wird es einen Rage Quit geben. Mir ganz egal. Mir ganz egal. €20 im Jahr. Affenjunge, danke für die Mitgliedschaft und V-Cloud auch. Beide Ehrenmänner. Vom Lag her war das die einzige Runde, die wirklich doof war. Das kannst du doch gar nicht beurteilen, wenn du es nicht gespielt hast. Aber es war schlimmer als die anderen, ja. Das war's! Mit Mario Maker 2! Es lief so lange. War online immer Känzer. Offline dafür unterhaltsamer. Wir haben viel gesehen und wir werden noch mehr Mario sehen. Mit vielen, vielen weiteren Mario-Titeln. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Video oder Stream. Dafür gerne
Abonnieren? Warum funktioniert das Stream Deck wieder nicht? Und liken. Ciao. Ich muss ganz weit los.